Hallo liebe Abonnenten, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Shakes and Fidget. Ich begrüße alle Zuschauer, die hier auch zugucken. Ich befinde mich gerade auf dem Server RTL im Browser-Game Shakes and Fidget. Dort bin ich auf Stufe 65 und ich heiße Yuma. Ich mache fast täglich neue Videos und zeige Dungeons her. Gestern konnte ich leider keins machen, weil ich total krank und erkältet war. Ich konnte kaum sprechen. Und ja, wie ihr seht, ich bin gerade eben auf Stufe 65 aufgestiegen und es hat sich einiges getan auf dem Server und was sich getan hat, werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wie ihr seht, Wölfchen, ich auf seinen Namen klicke, schreibt hier so indirekt, denke ich mal, dass er aufhören will. Er schreibt zerflossen in den Händen einer tollen Person, werde ich wohl keine Zeit mehr haben. Viel Spaß an alle noch, die auch wirklich Spaß suchen. An die, die Erfolg suchen, Schach ist ein tolles Spiel. PS, ja, ich bin verliebt. Also, wie ihr seht, er wird aufhören auf diesem Server, denke ich. Und ich denke mal, der Grund, warum es jetzt, was er geschrieben hat, ich denke mal, vielleicht eine etwas doofe Ausrede, weil wir sind jetzt nämlich mit über 500 Ehre auf Rang 1 von den Gilden. Das liegt daran, weil wir einfach den entscheidenden Kampf gegen Mitten im Leben ganz knapp gewonnen haben mit, ich glaube, nicht mal 20.000 Leben. Und dadurch haben wir dann halt einen großen Vorsprung aufgebaut von knapp 200 Ehre. Und dann ist ein Spieler namens Shadow Crow, den ich schon von anderen Servern kenne, zu uns gewechselt. Und der ist dann auch richtig hoch und gut geworden. Und dann hat der Wölfchen hier erstmal von seiner Ehre verstoßen. Der hatte ja hier Wölfchen höchste Ehre. 21.465, also ungefähr 3.000 Ehre hat er ihm weggezogen mit wem anders. Ich denke mal mit Brave Landers oder Zikari auch schon oder Justy. Und ja, wie ihr seht, hier sind hauptsächlich nur noch welche vom Goldbunker. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von den Top 15 sind von uns. Ja, bei den Gilden gibt es eigentlich nur sozusagen die Pilzer sind eigentlich auch ziemlich gut. Da nochmal liebe Grüße an den Gildenleiter und an Magic Dome und an Don Carlos und so weiter. Die schlagen sich auch ziemlich gut. Die haben jetzt einen Raid geschafft im Moment. Wir haben 7 Raids geschafft und sind gerade wieder dabei, das ganze Gold zu spenden, weil heute wieder Spendentag ist für den Raid 8, den wir auch natürlich schaffen werden, denke ich mal. 15 Pilze haben wir zurzeit. Ich weiß nicht, ob wir die fürs Pilzkatapult verbrauchen. Und ja, jetzt mache ich kurz einmal einen Kampf. Ach, ich bin ja schon in der Ehrenhalle. Gegen. Vielleicht schaffe ich ja Lara Licious. Schauen wir uns den Kampf einfach mal an. Also ich habe ganz schön viel Ausdauer für einen Kundschafter im Moment auf dem Level. Ich habe 880 Ausdauer und 1453 Geschick. Das finde ich ist richtig gut geskillt zurzeit. Bei Glück könnte ich noch ein bisschen nachlegen, aber da heute ja heute und morgen glaube ich auch noch Spendentag ist, wird das erstmal so bleiben. Wie ihr seht, ich weiche gerade die ganze Zeit aus. Das ist ja unglaublich. Das wäre doch mal ein schöner Kampf, aber das wird nicht lange so bleiben, denke ich mal. Sie blockt jetzt auch ganz schön, aber ich würde jetzt gerne mal wieder treffen. Ja, dann zieht. Ja, okay, das habe ich locker gewonnen. 120 Ehre, Rang 42. Man muss sagen, ich spiele jetzt, glaube ich, seit einer Woche nur 100 Alu. Und ich schlag mich die ganze Zeit so zwischen 45 bis 35 gut durch. Nur wie ihr seht, hier ist auf einmal so eine riesen Lücke. 65, 67, 69, 75, 78. Also, das ist echt extrem hoch. Cybox XD ist. Hat seine Waffe draußen. Den greife ich dann in 10 Minuten nochmal. Ich glaube, der hat es aufgegeben hier. 50% Bonus. Achso, der hat sich seine eigene Gilde gemacht. Und. Ja. Dann zeige ich einmal kurz einen Dungeon her, und zwar den fiesen Monsterhase, der ist auf Stufe 82. Eigentlich würde ich mich mal freuen, wenn ich den schaffen würde, aber ich denke mal nicht. Ich werde jetzt einfach mal überspringen. Ah ne, wir gucken uns den einfach mal an. Wenn ich treffe, wäre es natürlich vom klaren Vorteil her.
Sieht im Moment gar nicht allzu schlecht aus, wenn ich das so betrachte. Aber ich denke mal, wenn der fiese Monster also einmal trifft, dann zieht er mir extrem viel. So wie gerade. Ja, und jetzt denke ich mal, habe ich schon verloren. Ich müsste jetzt ziemlich oft ausweichen. Noch zwei Schläge, dann bin ich weg. Ja. Jetzt überspringen wir ihn einfach mal. Ja, verloren. Schade. Starten wir noch einen Tavernenkampf. Oder eine Quest eher gesagt. Und dann wechseln wir mal zu Server. Ach ne, dann spende ich gerade noch das Gold. Ja, hier hat gerade Execution auch gesehen, dass Cybox XD, der vorher bei dem, mitten im Leben war, die Waffe rausgenommen hat. Und ja, jetzt gehen wir weiter zu Server RTL. Da bin ich auf Stufe 152. Hab eben einen Ausdauertrank im Laden gefunden. Setze ich mal ein, dann habe ich direkt wieder 2 Millionen. Ach, nee, doch. Jo, 2 Millionen. 2 Millionen? Ja, 2 Millionen Ausdauer. Ich war gerade etwas verwirrt. Glück habe ich eigentlich genug. Und dann mache ich mal den hier rein, damit ich ein bisschen mehr Schaden wenigstens habe. Ich spare gerade auf diesen Bogen hier. Der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Der hier. Hat auch einen höheren Durchschnittsschaden. Aber ich muss erst warten, bis ich das Gold dafür zusammen habe. Den Dungeon kann ich trotzdem schon mal herzeigen. Den werde ich zwar verlieren. Oh, war ganz schön knapp eigentlich. Aber ja, dann mache ich jetzt noch einen Ehrenhallenkampf. Mensch, kann ich nicht mehr Deutsch sprechen oder was? Gegen Azrael. Vielleicht gewinne ich den ja. Ja, sieht gut aus. Ziehe eindeutig mehr ab als er. Ich hoffe mal, dass er jetzt keinen Crit macht. Das ist unglaublich, Leute. Unglaublich, ey. Mann, Mann, Mann. Und dann nehmen wir jetzt mal diese Quest. Bringt mir am meisten ein an Gold, denke ich mal. Und an Ehre. Damit ich mir bald diese Waffe hier kaufen kann. Die ist eindeutig besser als diese hier. Und ja, das Video geht jetzt knapp 8 Minuten. Gibt's noch was zu sagen? Kämpfe jetzt im Moment immer mit der Waffe. Wenn ich Pilze habe, dann würde ich mir auf jeden Fall eine neue Waffe kaufen. Und ja, das war's auch eigentlich schon von mir. Wir gehen jetzt gerade noch mal kurz auf meinen YouTube-Kanal. Mache ich einmal kurz Stopp. Ja, willkommen zurück. Wie ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile schon 81 Abonnenten. Das finde ich richtig super. Noch 19 Abonnenten und dann habe ich endlich die 100 Abos voll und dann gibt es auch die erste Paysafe-Karte zu gewinnen. Wenn ich das zu Weihnachten schaffen würde, wäre das doch bestimmt erfreulich. 1634 Aufrufe für 16 Videos, das sind im Schnitt 100 Aufrufe. Ist auch ganz schön. Und ja, von meiner Seite war es das. Ich würde mich über euer Abo freuen und über einen Kommentar und über einen Daumen hoch oder Daumen runter, wie ihr das Video findet. Und liebe Grüße an euch und ciao!